Ah, Herr Krendlinger, haben Sie zufällig Ihre Schwester gesehen? Wieso? Sie wollte zum Friedhof und mich danach ablösen. Sie scheint ja doch noch klug zu werden. Wieso? Wenn mich einer absolviert, krümm ich auch keinen Finger mehr für ihn. Ja, danke. Hey! Erst schwängern, dann sitzen lassen. Fühlen Sie sich gut dabei? Nur der Korrektheit halber, ja? Ihre Schwester hat mit mir Schluss gemacht und nicht umgekehrt. Weil Sie wollen, dass sie abtreibt. Und das ist etwas, was nur Ihre Schwester und mich etwas angeht, klar? Sie Mistkerl. Hallo, Bruderherz. Ich bin auf der Suche nach etwas Süßem. Was hast du mir zu bieten? Was auf der Karte steht. Aha. Was ist das da? Das riecht gar köstlich. Meine neueste Kreation. Eine Mousse à Chocolat mit frischen Aprikosen und einen Hauch von Minze. Gestattet? Aber nur probieren. Oh la la, da hat sie bei jemandem ein Zeug gelegt. Die habe ich für unseren Stargast kreiert. Aha. Hat dich jetzt auch das Prominentenfieber gepackt? Ach, Promi hin, Promi her. Das ist nun mal meine Profession und die versuche ich sehr ernst zu nehmen. Ja, ja, und diese Profession, die führt dich direkt in die Schlafgemächer der Dame. Alles, was man tut, soll man mit ganzem Einsatz tun. Ja, und mit ganzer Leidenschaft. Ich habe diese Mousse zu Ehren von Chandana kreiert und ihr auch gewidmet. Selbstverständlich werde ich sie auch persönlich überreichen. Ja, die Katze lässt das Mausen nicht. Einen Gast mit einem eigens kreierten Gericht zu ehren, macht den Fürst nur für ihn zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wow, was für große Worte für einen einfachen Umstand. Eigentlich hättest du auch auf die Idee kommen können. Wer ist denn hier der Direktor? Also, unser Haus müsste doch für jeden Gast ein unvergessliches Erlebnis sein. Für manchen unvergessliche. Ach komm, mach mir doch nichts vor. Weißt du, wie man einen wie dich nennt? Ganz schlicht und einfach einen Groupie. Bist du nicht etwas zu alt dafür? Raus aus meiner Küche! Werner! Hoffentlich sind meine Worte bei Lena auf fruchtbaren Boden gefallen. Ja, aber du warst doch gestern Nacht noch ganz zuversichtlich. Tja, ja, aber heute hat sie frei. Wer weiß, was die macht so alleine. Hallo. Ja, keine Sorge, ich war zwar in letzter Zeit ein bisschen durch den Wind, aber ich weiß noch, dass ich heute frei habe. Aha. geht's Ihnen gut? Ja, ich hab meinen Geldbeutel vergessen. Ich wollte einkaufen, den Kühlschrank endlich mal voll machen. Du, Alfons, ich glaube, du bist ein bisschen spät dran. Na, wirklich nicht. Ja, vielleicht geht ja meine Uhr tatsächlich nach, dann gehe ich schon einmal vor. Sie sehen heute schon viel besser aus. Ich fühle mich auch viel besser. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Sie haben mir wirklich sehr geholfen, Frau Sonnenbichler. Das freut mich. Aber eigentlich habe ich ja nur einen Kaffee gekocht. Naja, und die Geschichte vom Tannhäuser erzählt. Und die hat überhaupt den Ausschlag gegeben. Stellen Sie sich vor, meine verdorrte Pflanze hat eine Knospe bekommen. Was, die ich gegossen habe? Ich meine, wahrscheinlich war es das Wasser. Aber trotzdem, für mich war es ein Zeichen. So wie der Tannhäuser, der, weil er bereut, noch eine zweite Chance kriegt. Und vielleicht habe ich ja auch noch eine zweite Chance verdient. Vielleicht verzeiht der liebe Gott mir ja. Ja, ganz bestimmt. Ich kann ihn ja mal fragen. Ach, ich war ewig nicht mehr in der Kirche. Meine Familie hat's auch nicht so mit Gott. Beten kann man überall. Dazu braucht man keine Kirche. Kommen Sie mal her. Setzen Sie sich. Kommen Sie. Wollen wir es mal versuchen? Du hast alles aufgegessen, Prinzessin. Hat dir geschmeckt zu haben, ne? Wo warst du? Ich dachte schon, du hättest uns vergessen. Ich? Ja? Nein, euch doch nicht. Ich hab die Zeit vergessen und Entschuldigung.
Stimmt was nicht? Nein, es ist alles okay. Wirklich. Ach. Warst du bis jetzt auf dem Friedhof? Ja, ich wollte eigentlich schon viel früher zurück sein. Ich weiß, entschuldige bitte. Was ist los? Hör mal, ich muss eins klarstellen. Wenn du es aus welchem Grund auch immer nicht mehr schaffst, auf Valentina aufzupassen, dann musst du es mir nur sagen. Das ist gar kein Problem. Nein, das ist es nicht. Ich passe gerne weiterhin auf Valentina auf. Was ist es dann? Keine Ahnung, die Hormone. Könnte ich vielleicht heute frei haben? Also, frei? Ja klar, kein Problem. Danke. Aha, wenn du mit Sushi kommst, dann führst du was im Schilde. Was ist überhaupt in der Tasche drin? Lass uns das essen, ja? Ich habe heute mit einer Freundin telefoniert und die hat mir was ganz Verrücktes erzählt. Also eigentlich weniger verrückt, eher aufregend. Sie ist seit 10 Jahren mit ihrem Mann verheiratet und sie lernen sich jeden Monat neu kennen. Wie neu kennen? Ja, weißt du, sie treffen sich irgendwo und tun so, als sehen sie sich das erste Mal. Und jedes Mal in einer anderen Verkleidung. Ja, und was soll das bringen? Das weiß ich auch nicht so genau, aber die war so begeistert, ich würde das gern mal probieren. Was ist da drin? Das sage ich dir erst, wenn du mitmachst. Wir sind noch nicht mal verheiratet und ich langweile dich schon? Nein, weißt du, ich möchte einfach mal wissen, wie das ist so. Ganz anders. Komm schon, ich habe mir was ganz Tolles einfallen lassen für dich und für mich. Ich schwöre dir, du wirst das nicht bereuen. Rosalie, ich weiß nicht, ob ich kann. Bitte. Na gut, ich... Super! Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Er lebt. Liebe ich ihn noch? Fühle ich überhaupt was für ihn? Was? Unbeschwert er war. Vorbei. Nur noch eine Erinnerung. Und doch. Plötzlich ist alles wieder da. Aber das Ende von der Geschichte hast du dir hoffentlich nicht erzählt, oder? Welches Ende? Der von dem Tannhäuser. Ich meine, dass die päpstliche Einsicht, einen Fehler gemacht zu haben, für ihn leider zu spät kam, weil er sich inzwischen schon umgebracht hat. Mein Gott, für wie blöd hältst du mich denn eigentlich? Und du sagst mir diesbezüglich auch kein Wort, hm? Ich? Was hab ich mit der Lena Zastro zu tun? Ich wollte es ja nur gesagt haben. Wir müssen der jetzt Mut machen. Die ist nämlich schon auf einem guten Wege. Also, Hildegard, dein Engagement in Ehren. Aber die hat ihren eigenen Bruder in den Tod geschickt. Glaubst du, das kann sie sich jemals verzeihen? Mein Gott, Alfons, das weiß ich doch auch nicht. Aber Gott ist für sie einfach eine neue Perspektive. Naja, und in dem Fall bestimmt nicht die schlechteste Adresse. Da
könntest du deinen Worten aber auch die Taten folgen lassen. Wie Taten? Dann kommst du am Sonntag mal mit mir in die Kirche. Der Pfarrer hat sowieso schon gefragt, ob du noch lebst. Natürlich lebe ich noch. Weißt du, das macht gar keinen guten Eindruck, wenn du dich immer drückst. Ja, ist ja gut, Hildegard. Musst nicht drauf rumreiten, am Sonntag komme ich mit. Danke. Ich lass dich nie wieder vertrocknen, versprochen. Du bist was ganz Tolles. Ich freue mich so, dass du da bist. Ach, so, und jetzt glaube ich, muss ich mich bei jemandem bedanken. Lieber Gott, ich weiß nicht mal, ob es dich gibt. Aber wenn die Knospe von dir ist, dann. Lieber Gott, bitte hilf mir. Wenn du mir verzeihst, hilf mir, dass auch ich mir verzeihen kann. Ich bereue so sehr, was ich getan habe. Und ich wünsche so, dass Markus noch leben würde. Es gibt ihn halt doch nicht.